Und das ist irgendwie für mich auch, was echte Unabhängigkeit bedeutet. Mhm. Ja, also, weil die äußere Form verliert wirklich an Bedeutung. Ja? Also Ergebnisse im Außen, Menschen im Außen oder so. Das Klassische ist ja eigentlich, dass man immer das Außen kontrollieren will. Und wenn dann im Außen alles so ist, wie man denkt, so sollte es sein, dann hat man diese Freiheit gewonnen, die man angestrebt hat. Ja? Also klassisches Beispiel, Bankkonto oder was auch immer. Aber das fällt mir gerade so ein. Und das, was wir uns sozusagen eröffnet haben und auf dem Weg sind wir ja kollektiv als Menschheit, uns diesen Wahrheiten wieder zu öffnen, nachdem wir alle lange in unseren Kleidern uns verloren haben. Mhm. Ja, das ist für mich, was echte Unabhängigkeit bedeutet. Mhm. Ja. Einfach mit sich friedlich zu sein und zu wissen, ich bin zu Hause, ich bin sicher, ich bin getragen. Und ganz unabhängig davon, wie was im Außen gerade los ist, ob da sich die Ergebnisse manifestieren, die ich mir wünsche, ob da die Menschen sich so verhalten, wie ich es mir wünsche oder sowas. Ja, das ist nicht so wichtig mehr. Ja. Wie erlebst du das, Sandra, dieses zu wissen, wann es dann aber etwas zu tun gibt? Versus, im Außen ist es nicht so, wie ich es mir wünsche und ich muss was tun. Also für mich ist das eigentlich wirklich dieses innere Stop und dieses innere Go. Und das eigentlich, ja, Tag für Tag, ja. Ich fühle mich dazu innerlich aufgerufen, was zu sagen, was auszudrücken, ein Gespräch zu führen oder eben nicht, ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Beitrag, den wir alle geben können. Ja? Das ist eigentlich unser Selbstausdruck und unser Selbst gibt uns eigentlich in jedem Moment diese Wärmer-Kälter-Richtlinien und auf diesem Weg befinde ich mich. Ja? Und manchmal nehme ich auch, wow, okay, da kommt ein Impuls und ich bin aber noch nicht bereit, dem zu folgen. Mhm. Und dann ist es auch okay. Ja? Oder es kommt ein Impuls und ich setze ihn direkt um und fühle einfach diese totale Befriedigung von, wow, ich habe unsere Liebesbeziehung wieder gestärkt. Ja? Also ich hab vertraut, ich habe es einfach getan und wow. Ja. Mhm. Und wie ist das bei euch? Für mich, Sandra, ist das, ich hatte das irgendwie vor, ja, ich glaube, es war in Athen, wo wir gemeinsam waren. Ich hatte eine Erkenntnis, das Leben lebt sich selbst und es sind die ganze Kraft des Universums entfaltet sich durch das Leben, Moment zu Moment, auch durch mich. Und seitdem ist es wie komplett weggefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Stop oder Go mehr habe. So, es ist mehr wie einfach zu beobachten, was entfaltet sich jetzt und was entfaltet sich jetzt und was entfaltet sich jetzt. Und irgendwie rausgefallen zu sein aus dieser Rolle des Tours oder der Tourin, hineinzufallen in die Rolle des Beobachtens, was das spannende Leben als nächstes tut, durch mich. Und jeder von uns hat so eine andere Metapher. So, für dich das Stop-Go und für Lea bestimmt was anderes. Für mich ist es, ich fühle wie immer diese unsichtbare Hände auf den Rücken.
Come on, go there. There's the next place to go. There's the next place to go. Und früher war meine innere Stimme im Kopf sehr, sehr laut. Der hat mir immer gesagt, du musst das tun, du musst das als nächstes. Wenn du das nicht tust, bist du nicht sicher. Wenn du das nicht tust, verdienst du nicht genug Geld und so weiter. Das ist nicht 100% weg, aber immer leiser, immer leiser, immer uninteressanter, auch wenn es auftaucht. Immer uninteressanter. Und das ist dieser Shift, von der du auch begonnen hast zu sprechen am Anfang unserer Unterhaltung. So, diese Liebesbeziehung mit der Lebensentfaltung, wären meine Worte dafür, dahin zu gehen und zu merken, that's where the magic is. Lea, wie ist das für dich? Sehr ähnlich. Ich wurde aus dem Verkehr genommen. Ich, in den allermeisten Fällen. Das tönt irgendwie total schräg, meine Güte. Lea tut, was Lea tut. Aber es hat wenig mehr mit den Ideen zu tun, die ich über mich hatte, lange Zeit. Aber es ist prickelnder, freudiger, lebendiger, wilder, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und es berührt mich immer wieder, am Leben zu sein, lebendig zu sein, ist schon tun in sich. Sehend, hörend. Und trotz allem immer einfach den nächsten Schritt zu gehen, wie alle in diesem Kleid, Mensch. Nur den nächsten. Und bei dem, was Shelia gerade geteilt hat, dort sind wir zusammen in diesem Boot. Und es ist verrückt, sogar in diesem Zusammen ist diese Energie drin. Und vielleicht für die Menschen, die zuhören, die fühlt sich nicht immer nur gut an. Ja. Überhaupt nicht. Aber richtig, da. Und es ist irgendwie entgegen diesem Folge der Freude. Ja. Es ist sei am Leben. Eben einmal mit allem.